Hi, ich bin Thomas und in dieser Newsfolge gibt es einen kleinen Rückblick auf die sehr angenehme Messe in Düsseldorf, die neue Sunlight Evo 1.5, Plug-on Powerbuds, neue Zelte, Messgeräte, Gewinnchancen, weitere Termine und was wir warum aus dem Sortiment nehmen. Die Canna Fair in Düsseldorf fand vom 25. bis 27. August statt. Das ist zurzeit die angenehmste Messe in Deutschland. Es ist nicht so voll wie in Berlin und die Aussteller sind zum größten Teil Pflanztechnik orientiert. Hart genervt haben dennoch die Länge der Schlange vor dem Einlass und das beschissene Auftreten der Strafverfolgungsbehörden. Liebe Leute, benutzt in Düsseldorf einfach nicht den Parkplatz vor der Messe. Hat man es erstmal reingeschafft, war es eine ruhige Fachmesse. Neben den üblichen Verdächtigen gab es natürlich jede Menge neue LED-Lampen. Die meisten natürlich nicht zum Recycling bei der Stiftung ERR angemeldet und somit auch verboten zu verkaufen, aber zeigen und gut binden ist natürlich legal. Zu sehen war die erste deutsche vollautomatisierte Growbox, allerdings nur in lichtdurchlässiger Prototypenversion. Es gab aber auch schon eine ausgereifte vollautomatisierte Growbox von Dantech. Wenn ihr mehr zu arschteuren automatischen Systemen wissen wollt, könnt ihr uns gerne fragen. Für mein persönliches Highlight der Messe gibt es ein kurzes Video aus Düsseldorf. Wir haben hier eine niegelnagelneue Box von Airfan. Das Besondere ist das Material, das ist sieht man aus wie ein Kunststoff. Das Schöne ist, innen drin sieht man nicht so gut, sind auch noch Noppen zur Schalldämmung. Das Ganze ist super leicht. Der Schneckenhausventi ist fest montiert. Die Beleuchtung ist natürlich nicht dabei, auch wenn sie spacig aussieht, wie ein Borg-Kubus. Ganz so gut verklebt und luftdicht. Interessantes Konzept, ne? Tobi von Grow Control habe ich auch noch ein paar Fragen stellen können. Hi Tobi, der Grow Control kriegt jetzt ein Wi-Fi-Update. Sozusagen, genau. Ganz spruchreif ist es immer noch nicht, aber wir sind in der Beta-Phase gerade. Wir testen schon mit einigen Kunden. Und ja, das System läuft stabil, können wir sagen. Wir sind lange dran. Wir können alle Werte sehen, also aktuelle Sensorwerte, dann haben wir Datenlogging mit an Bord. Hier sieht man schön, wie immer, wenn die Besucher reinkommen in die Messehalle, wie der CO2-Pegel steigt. Auf 900, das ist ja noch im Rahmen, ja. Ja, genau. Und dann eben alle Klimaeinstellungen und so weiter können wir hier sehr wunderbar schön vornehmen. Das Wi-Fi-Modul kann in alte Geräte nachträglich eingebaut werden, wenn sie eingeschickt werden? Genau. Haben neue Geräte das Wi-Fi-Modul standardmäßig oder? Nein, als Option. Also es wird zwei Versionen geben, einmal mit Wi-Fi und einmal ohne. Was wird es den Endkunden kosten, das Modul? 200 Euro. Der Grow Control wird dann ins heimische Netz eingebunden und bei Bedarf kann man es im heimischen Netz lassen oder auch ins Internet stellen, um es aus dem Internet zu kontrollieren und auch die Sachen einzustellen, wenn man unterwegs ist. So ist es genau. Also bisher sind wir in der Beta-Phase, bisher ist eine Serververbindung erforderlich. Aber wenn es dann soweit ist, dass es auch offiziell released wird, wird es auch einen lokalen Modus geben, der keine Internetverbindung erfordert. Das ist super. Ich danke dir für die Infos. Gerne, gerne. Über UV-Licht konnte ich viel erfahren, aber es sollte nicht auf YouTube erscheinen. Erstmal zum Sponsor dieser Sendung und es könnte nicht aktueller sein. Bloomstar ist eine deutsche Marke für die modernsten und effizientesten LED-Boards für die Pflanzenzucht. Ab Oktober wird es in Zusammenarbeit mit CreeScience eine komplett überarbeitete Produktpalette geben. Die neuen Boards gibt es in 50, 100 und 150 Watt. Das entspricht ungefähr für ein, zwei oder drei Pflanzen. Jeweils in einem optimierten Wachstums- oder Blütespektrum. Es kommen die neuesten Chips von Samsung, Seoul und Osram in einer sehr feinen Komposition zum Einsatz. Ziel ist eine maximale Effizienz mit einem ausgeklügelten Spektrum zu einem sehr guten Preis anzubieten. Die neuen Bloomstar Boards sind keine Bausätze mehr, sondern fertig verkabelt. Alle Boards haben eine LED-Schutzlackschicht für eine hohe Lebensdauer. Seid gespannt auf die neue Serie. Und in Erwartung der neuen Boards ab Oktober haben wir tolle Angebote für die aktuellen 75 Watt Wachstumsboards, die halt noch als Bausatz kommen. Von Sunlight gibt es sehr bald neue Evos. Die Evo 6 für 120 oder 150 cm Beleuchtungslänge mit saftigen 400 Watt pro Leuchte. Diese ist für Extremisten oder CO2-Begaser gedacht. Die Module sind einfach noch näher beieinander im Vergleich zur Evo 5. Auch alle bestehenden Evo 3 bis Evo 5 steigen zur Version 1.5 auf und verändern sich hinsichtlich Leistung und Preis. Bei der Evo 3 werden aus 190 Watt 200 Watt,
Die Evo 4 klettert von 250 auf 265 Watt und die Evo 5 wird statt 320 340 Watt aufnehmen. Die Preise steigen geringfügig, aber nicht so dolle, wie die Leistung angehoben wird. Ihr erkennt die neuen Versionen, die nach und nach die alten ablösen, an der Versionsnummer 1,5. Wer über eine Leuchtenerweiterung mit gleichem Output nachdenkt, sollte lieber schnell kaufen. Wer noch etwas Zeit hat, sollte lieber auf die Version 1,5 warten. Mit der gibt es einfach mehr fürs Geld. Plug-on PowerBuds ist ein neues Produkt aus künstlichen Aminosäuren, die die Blütebildung beschleunigen und für mehr Blütenansätze sorgen. Das Resultat am Ende ist einfach mehr Ertrag. Mein Lieblingszitat eines Kunden ist: Es eskaliert. Wenn ihr was Neues zum Testen und probieren wollt, probiert Plug-on PowerBuds. Mit der Homebox Ambient R120S und R150 bringt Eastside Impex zwei neue rechteckige Formate ins Rennen. Die kleine R120S mit 1,20 m x 80 cm Grundfläche und 1,80 m Höhe. Die große R150 mit den Maßen des ehemaligen Homelab 80 von 1,50 m x 80 mit 2 m Höhe. Zum Aufbau und der passenden LED-Beleuchtung könnt ihr euch das unten verlinkte Video anschauen. Auch von Diamondbox gibt es zwei neue Zeltformen. Die SL58 ist mit aufgerundeten 60 x 60 cm das einzige Zelt mit der Grundfläche in unserem Sortiment mit einer Höhe von 1,80. Alle anderen sind maximal 1,60. In diese Box passt hervorragend die neue Bloomstar-Leuchte mit 100 Watt. Viel mehr sollte in der Größe nicht verbraucht werden. Und warum ausgerechnet 58 cm, werdet ihr euch denken. Schaut doch mal, ob ihr ein Möbelstück habt, in das die Box haargenau reinpasst. Die SL100E hat eine auch so noch nicht dagewesene Grundfläche von 1 Meter mal 58 cm bei 1,80 Höhe. Ich weiß nicht, ob es dafür auch ein Möbelstück gibt, in die es passen könnte. Aber die Größe ist eine gute Grundlage für eine Sunlight Evo 3 100, die in der neuen Version 200 Watt haben wird. Beide Zelte haben wieder wenig, aber dafür große Öffnungen. Außen sind sie schwarz, innen silber. Alle Boxen haben 16 mm Stangen und haben ein ziemlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, welche Größe eure Boxen haben, welche ihr euch wünschen würdet, die es entweder schon gibt oder noch entworfen werden sollen. Von Aquamaster haben wir neue Geräte zum pH- und EC-Wertmessen aufgenommen. Preislich liegen sie im gesunden Mittelfeld, knapp über 50 Euro. Und nachdem sie sich ausreichende Jahre auf dem Markt gehalten haben und mit einer geringen Retourenquote glänzen, bieten wir sie jetzt auch an. Gerade bei pH-Geräten ist leider in den letzten Jahren aufgefallen, dass entweder der Preis rapide stieg, wie bei Bluelab, oder die Qualität rapide sank, wie bei Adva. Deswegen haben wir uns im Mittelfeld lange zurückgehalten und freuen uns, mit Aquamaster wieder ein haltbares Produkt in der Klasse anbieten zu können. Für zwei der neuen Prima Klimarohrventilatoren haben wir ein Sonderangebot zum Kennenlernen. Der temperaturgesteuerte PK125 Whisper ECTC und der stufenlos einstellbare Whisper EC. Über deren Eigenschaften gibt es auch gerade ein neues Video, den Link findet ihr unten. Zu dem Anlass könnt ihr im Oktober einen Prima Klima Whisper Blower mit 3 Schaltstufen gewinnen. Dazu müsst ihr zu eurer Bestellung auf blomtech.de den Artikel Gewinnspielteilnahme für den Prima Klima in den Warenkorb legen und mitbestellen. Den Link zum Artikel findet ihr unten oder an vielen Orten bei blomtech.de. Du kannst aber auch im Laden in Nordheim teilnehmen. Du sagst während des Kassiervorgangs, dass du an der Verlosung teilnehmen möchtest und bekommst den Artikel mit auf deinen Bon gesetzt. Alles Weitere wird dir im Laden erklärt. Unter allen Rechnungen und Kassenbons mit diesem Gewinnteilnahmeartikel verlosen wir Ende Oktober diesen PK125 WHSP 3. Termine. Vom 1. bis 3. Oktober ist die erste Hanfmesse in Ilsede. Nach mehreren Anläufen findet sie dieses Jahr wirklich statt. Ilsede liegt zwischen Hannover und Braunschweig. Direkt an der alten Turbinenhalle gibt es ausreichend Plätze, auf denen hoffentlich unbehelligt geparkt werden kann. Denkt bitte dran, bringt euch einen nüchternen Fahrer mit. Laut Aussteller sollen 60% CBD-Stände vor Ort sein, was die Hoffnung weckt, dass die restlichen 40% der Aussteller interessant sein könnten. Eine Ausstellerliste gibt es eine Woche vor der Messe immer noch nicht. Die Cultivar Hanf Expo in Wien ist vom 6. bis 8. Oktober. Die Messe hatte leider in den letzten Jahren mit Behördenschikanen zu kämpfen, also dort auf jeden Fall öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Vom 3. bis zum 5. November findet die Cannafest in Prag statt. Auch wenn wenig deutschsprachige Stände vertreten sind, ist es doch einer meiner Lieblingsmessen. Was geht? Gehen müssen alle 10 Liter Kanister von Crazy Hills, bevor sie zustauben. Die letzten paar Kanister gibt es deshalb zum Preis der 5 Liter Kanister. Keine Angst, sie sind noch keine 2 Jahre alt, sollen sie aber auch durch das Angebot nicht werden.
Eine lange Adjust-the-Wing-Ära neigt sich rasant dem Ende. Bekannt geworden ist Adjust-the-Wings durch ihre patentierten, glasbeschichteten und einstellbaren Flügelreflektoren für Hochdrucklampen. Zuletzt haben sie es mit einer LED-Serie versucht, die aber auch nur eines von vielen chinesisch gelabelten Modellen war. So wie es im Moment ausschaut, wird kein Container der australischen Marke von China ihren Weg mehr nach Europa finden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis nächstes Mal.